ihr Lieben, ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht's zur letzten Goodiebag, die wir auspacken werden. Und zwar habe ich mir diesmal eine Marke dafür aufgehoben, die sehr, sehr interessant ist. Und zwar ist das Wild & Natural Ibiza Cosmetics. Wie schon der Name der Marke verrät, kommt sie aus Ibiza und für die Anti-Aging-Kosmetik verwendet sie wirklich nur die wirklich besten natürlichen Inhaltsstoffe, wie zum Beispiel wildwachsende Wildblumen, Kräuter und Pflanzen aus Ibiza, die auch selbst gepflückt werden. Bei manchen Inhaltsstoffen wusste ich zum Beispiel nicht, dass die so effektiv sein können. Zum Beispiel, was ich sehr interessant fand, ist, dass Rosmarin, das rieche ich zum Beispiel sehr, sehr gerne, sehr gut für den Teint ist und Poren verfeinern kann, mattieren kann und auch reinigen kann. Ja, das war mir ganz neu. Und was noch so drin ist in den Produkten, ist Aloe Ferox. Und ja, das klingt schon wie Aloe Vera und es ist auch quasi die etwas stärkere Schwester von Aloe Vera, denn sie ist wirklich viel, viel effektiver und ja, viel, viel besser für die Haut. Als allererstes aus der Goodie Bag habe ich mir die Wild & Natural Ibiza Creme geholt. Das ist so ein bisschen das Staple-Produkt der Marke und enthalten ist Hanf, Moringa, Papaya, Rosmarin, Olive, Aloe Ferox und kein normales Wasser, sondern Ibiza Seawater, also Seewasser aus Ibiza. Das heißt, man hat also Ibiza in so einem kleinen Tiegel drin, finde ich eine sehr, sehr tolle Sache. Und eine andere Creme, die auch mit dabei war, war die Aloe Ferox de Ibiza Beautiful Aging Cream. Und da sehe ich zum Beispiel, dass der Stoff Zeatin drin ist. Der wird aus dem Moringa-Baum auf Ibiza gewonnen und ja, der macht quasi so ein bisschen, hat eine aufhellende Wirkung, zum Beispiel bei Altersflecken. Und ich kann mir aber auch vorstellen, dass das so insgesamt einen schönen Teint zaubert und ja, ich denke mal, dass ich diese Creme hier selbst ausprobieren werde und die hier mal an meine Mama weitergeben werde. Als letztes haben wir noch eine Tagescreme dabei, nämlich die Beautiful Aging Day. Das ist in so einer kleinen Probengröße und da ich ja die andere Creme auch meiner Mama weitergeben werde, würde ich sagen, packe ich die noch dazu und dann soll sie mir mal sagen, wie sie die so findet. So ihr Lieben, das war also mein Video zu Wild & Natural Ibiza Cosmetics und ja, das war auch das letzte Video aus der Serie des Goodie Bags auspacken vom Beauty Press Event. Vielen Dank, liebes Beauty Press Team, dass ich wieder dabei sein durfte und ich hoffe, euch hat auch der Einblick in das Event gefallen. Ich würde sagen, Däumchen hoch, wenn euch das Video und die Serie gefallen hat und ansonsten, denke ich, sehen wir uns dann im nächsten Video. Bis dahin dann. Tschüss!